Etwa 10 Jahre ist das Zwickauer Erlenbad nun geschlossen. Doch jetzt zieht neues Leben in die einstige Schwimmhalle ein. Mehrere Unternehmen haben sich zusammengetan, um dort das Leben in der Zukunft zu präsentieren. Sie gründeten die Gesellschaft für intelligente Infrastruktur Zwickau, kurz GIIZ. Am Montag war der Startschuss für den Umbau von der Schwimmhalle zum Zukunftszentrum. So kannte man das Erlenbad seit Anfang der 70er Jahre. Ob Seniorenwettkämpfe, Schwimmunterricht oder Trainingsstätte, Generationen von Zwickauern sind in diesem Becken schon selbst geschwommen. Doch die Kosten für den Betrieb waren zu hoch, sodass vor etwa 10 Jahren das Wasser abgelassen wurde. Die Halle stand seitdem leer und hätte das gleiche Schicksal erfahren wie unzählige vergleichbare Einrichtungen. Abriss. Doch die Gesellschaft für intelligente Infrastruktur Zwickau hatte andere Pläne. Sie wurden am Montag im Rahmen einer Feierstunde den Gästen erläutert. Die GIIZ besteht aus der Zwickauer Energieversorgung, der WEWO-Bau, Smart Facility, SEF Energietechnik und der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Der Wirtschaftsinformatiker Professor Tobias Teich, der auch zum Vorstand der WEWO-Bau gehört, erklärte das Anliegen der GIIZ. Wir wollen in der Zukunft zeigen, wie Wohnen aussieht im Alter unter gesundheitswirtschaftlichen und energetischen Gesichtspunkten. Das soll gezeigt werden. Ein Umdenken scheint auf diesem Gebiet unausweichlich. Die Kosten im Alter werden steigen. Das Gesundheitssystem wird teurer, die Energiekosten werden teurer. Die Rentner werden in der Zukunft weniger Geld haben und genau diesen Dingen wollen wir entgegenwirken, indem wir intelligentere Konzepte zur Verfügung stellen. Das haben WHZ und WEWO-Bau schon bei verschiedenen Wohnungen in Marienthal bewiesen. Wer es nicht selbst gesehen hat, wird kaum glauben, was bereits heute mit Hilfe der Elektronik schon möglich ist. Die Elektronik unterstützt uns in vielen Bereichen. In der WEWO-Bau haben wir das möglicherweise ja schon gesehen. Wir haben sprechende Möbel, die einem Hinweise geben, was man besser machen kann oder was man vielleicht vergessen hat. Das Projekt, was nun im alten Erlenbad verwirklicht werden soll, hat sich bis zur Landesregierung herumgesprochen. Innenminister Markus Ulbich war einer der Gäste der Feierstunde und war begeistert, wie hier der alten Bausubstanz neues Leben eingehaucht werden soll. Das ist ein tolles Beispiel für Stadtentwicklung, für den Umgang mit alten Immobilien. Hier wird also nicht der Weg des Abrissbaggers gewählt, sondern man sagt, dieses alte Schwimmbad, welches ja auch für die Stadtentwicklung prägend war über 45 Jahre, dieses Schwimmbad wird also einer neuen Nutzung zugeführt. Und die Nutzung ist die zweite tolle Sache, die man mit dem heutigen Tag verbinden kann. Es ist nicht irgendeine Nutzung, sondern diese Kooperation aus Wirtschaft und Wissenschaft soll ja innovativen Themen nachgehen, soll unter anderem darüber nachdenken oder besser gesagt Antworten liefern, wie können Menschen zukünftig länger in ihren eigenen Wohnungen leben, wohnen im Alter. Das sind so Themen, wie kann da ein Herd, wie kann da eine Einrichtung angepasst werden auf die Lebensbedürfnisse im Alter. Und das ist auch eine tolle Sache. Es blieb nicht nur bei warmen Worten. Das Projekt wird seitens des Landes auch ganz praktisch, nämlich finanziell unterstützt. Ja, auch das haben wir gern gemacht. Es gibt Städtebaufördermittel, 1,4 Millionen Euro ist der Beitrag des Freistaates. Und damit wird deutlich, dass wir dieses Projekt auch wirklich finanziell gut unterstützen. Und dann begann der Minister zu mauern, mit Mörtel und Kelle, als es darum ging, eine kupferne Zeitkapsel am Boden des einstigen Schwimmbeckens zu versenken. Das wird übrigens nicht verfüllt, sondern bleibt erhalten und soll zu einer ebenso futuristischen Architektur führen, wie auch die Nutzung in Richtung Zukunft zielt. Die Architekten haben sich eine interessante Lösung einfallen lassen. Natürlich bleibt das Becken unser Ziel, unser Ziel war es, das Gebäude als Typ Antlamm, das ist ja ein Typenprojekt aus den 60er Jahren, so zu erhalten, wie es die ursprünglichen Entwurfsarchitekten
einmal angedacht hatten. Und das ist uns auch gelungen. Also alle Einbauten, die entfernt wurden, sind nicht tragender Funktion. Wir haben das Becken in seiner Substanz erhalten. Wir werden die Beckeneinstiege auch sichtbar lassen. Natürlich kommt nie wieder in dieses Becken Wasser, das wissen wir alle. Aber man kann die Halle so erleben, wie viele Generationen das seit Beginn der 70er Jahre auch erlebt haben, in Badehose oder Badeanzug, sodass wir eben die Schwimmhalle als solches, als Gebäude schön nachnutzen und ihr ein zweites Leben geben. Doch was ist nun mit dem ehemaligen Schwimmbecken? Für einen Nicht-Architekten schwer vorstellbar, wie man aus einem solchen Loch eine moderne Architektur zaubern kann. Sogar eine 100 Quadratmeter große Musterwohnung soll hier Platz finden, um Besuchern ganz praktisch zu zeigen, wie das Wohnen der Zukunft aussehen kann. Die Raumsituation, so wie wir sie hier finden, die Halle selbst bleibt so erhalten. Es wird im Becken einen Einbau geben, ein Podest, eine Bühne, ragt etwa 50 cm aus dem ehemaligen Wasserspiegel heraus. Darunter befindet sich dann der Vortragsraum und auf dieser Bühne befinden sich dann unter anderem die Wohnung, von der vorhin bereits die Rede war. Der Umbau soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die feierliche Eröffnung ist für den 23.12. geplant. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk also. An diesem Tag feiert das Erlenbad sein 45-jähriges Bestehen.